Hi Leute, ich bin's wieder, euer Charlie. Ja, ich bin wieder hier in meinem Pilzewald. Wir haben jetzt den 8. Juni 2012 und ich gucke jetzt einfach mal, was die Pilze machen. Ist einfach nur ein herrlicher Morgen. Ja, weit gehen muss ich nicht. Hier finde ich schon einen Schwefelporling, den werde ich jetzt abernten. Ja, dieser Schwefelporling sieht noch sehr jung und sehr frisch aus. Natürlich ist Trüffelhund Flo wieder dabei. Zu spät, da kommen Leute. Ja, die Stimmung hier im Nadelwald ist schon schön. Aber Pilze gibt es hier noch nicht, wie ich sehe. Ja, schön blüht hier der Storchenschnabel und bildet auch die ersten Fruchtstände aus. Und auch der Fingerhut bereitet sich auf die Blüte vor. Auch wächst hier die Akelei. Erfreulich, die Waldbeeren haben den Frost im Frühjahr doch gut überstanden. Der Fruchtansatz ist gut. Ja, und die ersten Schaumzikaden haben sich schon hier eingerotzt. Noch einmal Akelei am Wegesrand. Der Wind streicht über den Ginster. Hirschhörnchen stehen noch nicht auf den Baumstoken. Aber das Moos ist am Blühen. Tausendschön. Es kommt hier in zwei Variationen vor. In schönem Blau. Aber auch in Schneeweiß. Hier erwächst aus einer umgestürzten Wurzel eine neue Fichte. Nur Pilze scheint es noch nicht zu geben. Kräftig treibt der Ilex aus. Die Pilze schlummern noch im Boden. Aber die Stimmung heute Morgen, herrlich. Such den Trüffel. Hä? Wo ist der Trüffel? Ja, ich finde hier sogar Stockschwämmchen. Das ist eindeutig Stockschwämmchen. Geschuppter Stiel. Ja. Es gibt also doch noch ein paar Pilze. Ja, auch hier sind Pilze. Also sieht mir aus wie eine Karpfkopfart, Psilocybe. Ich weiß nicht genau. Auch wenn es noch wenig Pilze gibt, sind die Blumen doch schön anzuschauen, die jetzt blühen. Eine sehr interessante Flechte. Für Anfang Juni ist das schon eine beträchtliche Ausbeute. Schwefelporlinge und sogar Stockschwämmchen. Ja, ich hoffe, der Film hat gefallen. Wir haben auch ein paar schöne Blümchen aufnehmen können, ein paar Kräuter und sowas. Ja, gut. Sag ich mal, trüff, trüff. Bis zum nächsten Mal.